Ja, ist klar. Jetzt habe ich es dreimal gesetzt und es ist dreimal unterschiedlich. Leck mich doch am Arsch, ey, ganz ehrlich. So. Das geht nicht. Das geht nicht. Irgendwas stimmt da nicht. Ah. Mhm. Ich hasse es. Ich hasse es. Warum lässt es sich so scheiße nur platzieren? Ach, ich weiß warum. Weil die Mod einen Bug hat, der dafür sorgt, dass es nicht funktioniert. Der ist doch schon gemeldet, es gibt doch schon ein Issue, aber es ist noch nicht gefixt. Lalalala. Are you serious? So, so geht's natürlich auch. Kommen die Ecken rein, ne? Wir ziehen erstmal. Ups. Wir ziehen erstmal hier diese Ebene höher. So. Und schon haben wir nur noch 15. Und dann machen wir da drüben auch noch mal ein paar. Da, 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 da. Es ist so gut, wie es funktioniert. Da kommt eh eine andere rein. So. So. Weg, 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 weg. Weg, 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 weg. Ja, gut. Inzwischen sollte hinten auch weiter gebrannt worden sein. Na, sehr schön. Das reicht eh nicht, das sehe ich so. Das heißt, wir müssen nochmal gucken, dass wir nochmal ein bisschen Lehm nehmen. Und dann schmeißen wir noch ein bisschen was rein. Pflanze, 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 Pflanze. Oh, da habe ich gerade Kies weggehauen. Hoffen wir mal, dass das noch Kies geblieben ist. Ja, es ist noch Kies geblieben. Sehr gut. So. So, und die 71, die werden wir wahrscheinlich genauso brauchen. Wir nehmen erstmal, was wir kriegen können. Gut, wenn ich mir einen mehr mitgenommen hätte, dann... So. Ich bin verwirrt. Ja, gut, passt. So, dann hin zur Maschine. Rein in die Maschine. Wir brauchen eine Ecke, wir brauchen eine zweite Ecke. Und wir brauchen zwei innere Ecken. Und der Rest. So. Ja, komm. So. Auf nach oben. Und dann gucken wir doch mal, dass wir den Scheiß jetzt hier mal ordentlich reinsetzen. Natürlich nicht. Gut, das passt. Und die passt. Okay, sehr schön. Seht ihr jetzt wahrscheinlich gerade nicht, aber die passen. Glaub mir. Die passt nicht.
Die passt. Und nein. Die passt. Jo, sehr schön, so muss das laufen. Dann hopp, 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 hopp. Erst noch ein bisschen Licht, so. Kann man hier auch bei Nacht arbeiten. Wir brauchen hier unten unsere Baustellen Erde. Erde, 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 Puperde. So. Dahin und dahin und dahin und dahin. Bam, Digga. Das Gesicht, Junge. So. Das passt. Die Schaufel habe ich natürlich weggelegt. Gerade noch dran gekommen. Gut. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Haben wir noch 8, das passt natürlich vorne und hinten nicht. Ja, das war's. Gut, es wird auch schon wieder hell, das heißt, wir können in Ruhe mal weiterbauen. Gucken wir doch mal. Da war nichts mehr drin. Aber hier hinten, oh, ein paar. Na. 17 Steine, es ist. Ein Trauerspiel. So, wir brauchen. 2, 4. Warte mal. 1, 2, 3, doch, 4. Ach. 4 Ecken. Und den Rest wieder diese hier. So. Momentchen. Hydriert euch, meine Kerle. wollte gerade sagen, wo laufe ich denn hin? Ich glaube, das wird hier oben wesentlich einfacher gehen, wenn hier schon der Boden drin wäre, oder? Und wieso ruckelt das denn so? Gut, da die Ruckelwand. Keine Ahnung. So, hier rum, darum. Dahin und dahin. So. Dahin und dahin. So. So, wenn dann hier oben gleich erst mal vom Dachgeschoss so die Reihe gemacht ist, dann meinen die das Schlimmste schon hinter uns, weil wir den inneren Bereich dann ja immer im Wechsel bauen können. Das heißt, da müssen wir hier nicht mit irgendwie mit Erde uns behelfen. Och. Sondern da ist dann durch die Innenwand automatisch ein Gegenstück gesetzt, wo man die dann draufsetzen kann. Das passt dann auch ganz gut. Gut, dahin und oh, hier gleich auch die Reihe voll. So. Hier auch nochmal 6 Stück. Na gut, das wird reichen. Schon warm, ne? So.
So, damit hätten wir die Reihe hier zumindest geschafft. Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir so ein bisschen Holz und so irgendwie mal hier besorgen. Von dem haben wir, glaube ich, auch noch welches, oder? Dann ziehen wir nämlich eben kurz zumindest einen Ring drumherum, dass wir ein Dach dann haben. Ein Dach, sag ich. Ne? Das Gehirn ist eine Frikadelle. Ein Boden. Ein Boden wollen wir haben. da nicht. Da kommt Dings hin. Wand und so. Na gut, das kann auch bleiben. Wow, unser Boden ist fertig. Yay. Ja, ist halt von unten, ne? Da muss man halt gucken, wie wir das dann machen. So ein paar Ideen. Wir haben ja diese flachen Dinger, vielleicht kann man da eine Reihe von flachen Reihen. Ah, gucken wir mal. Erstmal müssen wir jetzt ein bisschen helles Holz uns suchen. Da hinten sehe ich auch schon Bäume, die gewachsen sind. Die können wir, glaube ich, nehmen. Haben wir denn eine Axt? Wir haben eine Axt. Da braucht man zum Glück nicht so asig viel von, aber so ein bisschen. Ich würde jetzt halt auch ungern irgendwie den Wald kaputt machen. Ich weiß halt nicht, ob die dann so in der Form nachwachsen oder ob die irgendwie vom Match Generator so kommen. Das wäre ja letztendlich genau das, was wir brauchen hier, ne? Vor allem auch in einer vernünftigen Anzahl. Ich glaube, wir klauen uns hier einfach mal den Baum. Na komm. So. Kann ja die Baumpolizei kommen und mich verklagen. Ja, komm hier, setz links. Danke. Zack. Ist das überhaupt Espen? Ja, es ist Espen. Ja, 44. Na komm, einen nehmen wir noch. Einen. Hier hinten. Da fällt es nicht auf. Der hier ist doch schön. Die Axt. Wir brauchen die Axt. Das hat ja genau geklappt. Sehr schön. Dann kann man gleich den nächsten Setzling reinpacken. Und hier vielleicht auch mal einen von mitnehmen oder so. Dann kommen wir. Oh Junge, das sieht scheiße aus. Merkst du selber, ne? Pflanzen wir hier nochmal einen hin. So. Dann, ja. Oh, So. jetzt haben wir, glaube ich, auch genug davon. Dann können wir nämlich hier oben schon mal so ein bisschen zupflastern. Verhindert auch, dass man runterfällt, ne? Ist, glaube ich, nicht so blöd. Gut, dann machen wir das hier auch nochmal. Ich hatte ja in meiner Testwelt ganz schön abenteuerliche Konstruktionen hier oben gebaut, um das hier irgendwie hinzubekommen. Das einfach zuzumachen ist auch, glaube ich, wirklich die einfachste und beste Variante. Hoch kommt man da hinten und hier kommt man bestimmt auch irgendwie wieder runter, wenn dann alles läuft. Natürlich, dann reißt er einfach beide wieder ab, der Idiot. So. Auch hier, wie auf der anderen Seite auch schon, der Boden hier oben ist auch gleichzeitig die Decke von unten. Passt aber eigentlich soweit vom Stil her ja ganz okay. Und es reicht natürlich nicht auch nur im Ansatz. Leck mich doch am Arsch. So, und die beiden. Dahin. So, ein bisschen was fehlt noch. Das heißt, wir gehen nochmal ganz kurz nach hinten hin. Wir haben ja noch. Aua. Wir haben ja noch eine Axt.
Und wir haben ja noch ein bisschen Zeit. Aufnahme läuft ja auch erst 45 Minuten, das heißt zwei Folgen. Mit Scheiße rausschneiden natürlich, wie immer. Da muss irgendwann nochmal die Brücke hin. Ja, ist eine der vielen Aufgaben, die uns noch bevorstehen, hier eine Brücke bauen. Hier den Weg. Ich habe übrigens schon mal ein bisschen vorgescoutet, der geht wirklich bis hinten irgendwie einmal rum und hinten um die Ecke und kommt irgendwann hier wieder ran und hier rum und da rum und halt komplett rum. Ein bisschen Zeit haben wir noch. Oh, komm. Oh. Och. Wie viel ist denn hier noch? So. Wir nehmen sie mal mit. Können dann hier nochmal einen hinpflanzen. Und hier nochmal einen hinpflanzen. Und hier nochmal einen hinpflanzen. So. Das müsste jetzt im Idealfall eigentlich für oben mal reichen. Doch, sieht eigentlich ganz gut aus. Den Boden haben wir unten schon drin. Dann können wir nämlich gleich mal gucken. So. Wir machen es erstmal, beziehungsweise. Ach doch, wir machen es erstmal zu. Wir können es ja hier immer noch ändern. Für den Fall, dass dann da irgendwie ein Durchgang entstehen soll, kann man es ja wieder rausholen. Aber so kann man halt erstmal zumindest hier oben in Ruhe rumlaufen. So, damit hätten wir ein Dachgeschoss, was jetzt über beide Hälften geht. Das ist schon mal sehr schön. Jetzt geht es hier so natürlich weiter. Wir machen es eigentlich auch erstmal so. Ich meine, diesen komischen Zwischenteil oder dieses Gegenstück, das kann man dann immer noch mal einsetzen. Wir machen es jetzt erstmal so. Das geht schneller, einfacher und lässt uns mehr Möglichkeiten, weil wir nicht irgendwie schon vordefiniert haben, wie es aussehen soll. Unser Lehm reicht sowieso nicht. Da müssen wir gleich nochmal los. Ups. Ach. Ja, da müssen wir auf jeden Fall nochmal los. Weil das, was ich jetzt hier unten angesammelt hatte, ich glaube, das reicht auch nicht. Nee, das wird nicht reichen. Ich finde es ja schön, dass man jetzt so irgendwie damit malen kann. Oh, 7. Hä, 14 von den Dingern, das reicht doch nie. Gut, aber wir können zumindest vielleicht mal sonst gucken. Dass wir. Wie viel brauchen wir denn eigentlich? Ich zähle das mal eben durch. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Müssten 6 sein. Und in Dinger, da brauchen wir nochmal 2. Und der Rest kommt da. Wow. Wow. So viel Zeug. Wow. Ja, wir müssen gleich auf jeden Fall nochmal los und nochmal ein bisschen, bisschen Lehm uns besorgen. Wow. Ah.
Machen wir gleich. Beziehungsweise hier. Ihr habt es schon gesehen. Ich habe mal wieder Schwachsinn gebaut. Oh Mann! Weil hier ist ja gerade und so. Junge, 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 was baust du für eine Scheiße zusammen? Ich schieb's auf das Wetter. Das Wetter ist aus Prinzip jetzt erstmal schuld. Ja. Der war doch schon richtig. Oh. So, was ist hier kleiner am Rand oben? Nee. Och. Leck mich doch am Arsch. So. So. Nein. Jetzt fange ich damit schon wieder an. So. So wird ein Schuh draus. Und hier drüben auf der Seite ganz genauso. So und so und so. Gut, jetzt sind wir an dem Stand, der es eigentlich sein sollte. Na, fast. Da und da. So, dann kann ein bisschen was weg. Das ist auch schon mal ganz schön. Dann haben wir wieder ein bisschen Erde übrig. Nicht, dass Erde irgendwie Mangelware wäre. Ah. So, aber so ist doch immer noch mal ein bisschen schöner. Das heißt, hier kommt auch noch einer rein. Gut, fast. So. Gut, dann haben wir das hier auf der Seite zumindest schon mal durch. Da muss hier drüben auch noch mal ein bisschen was hin. Wieso habe ich eigentlich so scheiß viele von diesen Spitzen hier? Ach ja, ich habe nicht nachgedacht. So. Und so. So. Das passt soweit. Und kann man die jetzt eigentlich wieder zu irgendwas... Nö, die sind jetzt Müll, ne? Kann man die hier vielleicht irgendwie recyceln? Ne? Was soll das denn? Kann mir irgendeiner erklären, was dieser Recycle-Output-Slot für eine Verwendung hat? Wie man das Ding nutzen kann? Man kann ja den Output offenbar nicht reintun. Den Schweiß von der Stirn tupfen. Oh. Alter, ey. Oh. Hm. Ah. Ah, ja, so. Und gleich mit einem Schluck Wasser. Ihr glaubt, das war's? Falsch gedacht. da hinten das Zeug, das reicht wahrscheinlich so oder so nicht mehr für irgendwas. Hallo, du Kuh, was machst du hier? Piss dich mal aus meinem Beet. Ach, süß. Naja gut, so süß, wie das eben aussehen kann. Aber habt ihr gesehen, die ist so runtergegangen, so... Sehr cooles Update. Schön. Schön geworden. Schön geworden. Grausam, aber schön. Gut. Wir gehen mal hinten hin und gucken mal, ob wir ein bisschen Leben finden. Oder wie ich auch gerne sage, Kies. Da hinten müssen wir auch nochmal hin irgendwann. Ne? Eigentlich können wir uns doch mal ein Boot machen.
Ja, gut, das ist eine Tür. Ach, wer braucht schon Boote? Wir laufen einfach. Ich könnte natürlich nachgucken, wie ein Boot geht. Moment. Wir brauchen gar nichts. Leck mich am Arsch. Wir gucken einfach nach. So. Boate. Ja, gut. Ergibt Sinn, ne? Machen wir dann aber hier aus dem normalen Holz. Dass wir hier das Helle nicht irgendwas für irgendwelchen Müll verwenden. So. Alles klar. Wir haben ein Boot. Und mit dem Boot, da legen wir jetzt ganz stilecht an dem wunderschönen Hafen an. Mit diesem hässlichen Abstieg hier. Den müssen wir nochmal neu machen irgendwann. Ach ja, und Wasserfall und ein Bootsteg und sowas wäre vielleicht auch eine coole Idee. So. Hui! Das Boot, es fährt umher. Da, da, da. Fährt aber nicht sehr schnell, ne? Moment. Nee. Nee, 7, ne? Schalala. Dieses Boot, es fährt. Es ist eher aus wie so ein Floß. Oh, aber hier so ein drei Dings. Dreifach Kiel. Das war das Wort. Trimaran? Sagt man Trimaran? Ich habe keine Ahnung von Booten. Aber ich weiß, dass es fährt. Und ich stelle mir vor, hier jetzt schön so mit so ein bisschen Luft und schön erfrischender Wind. Und das ist gut, die gute Seeluft. Herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Hui, ich glaube, hier können wir eigentlich mal anhalten. So. Dann können wir hier mal gucken, ob wir ein bisschen Lehmkies mitnehmen. Oder Kieslehm? Na, man weiß es nicht. Bisschen Raubbau an der Natur treiben. Ja, komm hier. Für mein Dach ist mir nichts zu schade. Die beiden, die nehmen wir auch noch mit, oder? Ja. Jo, hat sich ja voll gelohnt. Nehmen wir doch noch eins mehr mit gleich. Das nehmen wir noch mit hier. Meine Güte. Das lohnt sich hier ja richtig. Schnell wieder auftauchen. So. So. Was haben wir denn hier hinter eigentlich? Nicht so beeindruckend, ne? Da ist eine Wüste. Boah, das größte Lehmvorkommen von allen hier auf dieser Map. Ich glaube, da kommt nichts Spannendes mehr.